Hallöchen, YouTube. Wir sind hier mal wieder bei Let's Play Tagged. Ne? Ich hab grad Chips im Mund, deshalb schmatze ich vielleicht unabsichtlich ein bisschen. Kommt mir nur gerade so vor, ein bisschen deshalb. Erwähne ich das einfach mal. Oder eventuell nüschel ich auch ein bisschen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit das Bedürfnis habe, mir in den Zähnen rumzupulen. Ja, egal. Soll nicht weiter stören, zumindest euch nicht. Jetzt haben wir hier so eine schöne Ecke drin, so eine Kante. Also Kanten. Ist ja eigentlich auch eine Ecke, ne? Nicht nur eine sogar. Zwei mal hier drin. Das ist ja. Beziehungsweise kann man. Bezeichnen? Da haben wir sogar eins, zwei. Boah, das ist ein bisschen. Weiß Glas durchsichtig ist schwer zu zählen jetzt hier, also beziehungsweise schwer zu ordentlich erkennen. Dürfen erkennen. Ne, Insider. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Nee. 4. Ach, keine Ahnung, ab wann es genau eine Ecke ist, ob da jetzt von drei Seiten oder. Ist mir aber auch egal. Nee, jetzt habe ich da. Ja. Sagen wir einfach mal, ich wollte es symmetrisch haben, es war absichtlich. Jawohl. Das wird allerdings gleich wieder voll, ne? Schön so. So, ich frage mich nur, bis wohin machen wir das denn? Hier stecken wir es mal ein bisschen ab vielleicht hier. Wenn ich so überlege, das könnte man auch noch ganz anders machen. Man könnte es auch so machen, dass es dann auf einmal wieder in den unter die Erde geht. Wie weit sind denn die hier schon? Schauen wir mal nach. Oh, Tintenfisch. Hätte schon fast Qualle gesagt, aber gibt's hier nicht. Wir sind hier, wie es aussieht, schon auf Diamantenlevel. Also fast Bedrock? Nee. 16. Ja. 15. So lang ist er dann gar nicht mehr. Dann. Achso, ich habe übrigens hier, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, in der Zwischenzeit auch ein bisschen, ne, aufräumen lassen und so. Sieht hier wieder schön aus, hier ist alles weg. Ich habe hier nur noch das lassen, so als quasi Steg. Weil das Gute ist dann, wenn wir hier vorne so einen Pömpel dran haben, kommen hier Monster eher selten rüber und auf den Teilen spawnen sie ja, glaube ich, auch nicht, ne? Von daher, ich könnte mir eigentlich. So gesehen könnte ich mir dann die Frames behalten, um da Stege zu bauen, die Monster sicher sind, also monsterfrei. Könnte ich eigentlich wirklich machen. Gut, behalte ich mir beim nächsten Mal dann, wenn ich die beiden hier abbaue oder so. Wenn ich einfach irgendwo, keine Ahnung, zwei, drei Stacks oder was weiß ich. Ja gut, also was ich jetzt gerade überlege. Ob wir haben ja hier, ne, zwei hier so Dinge und so. Ihr könnt übrigens auch mal gleich wieder sogar direkt. Oder? Nee. Lass hier mal einen Turtle drüber laufen. Hier das lasse ich mal als Abgrenzung, damit ich weiß, wie weit wir denn schon sind und so. Hier das werde ich einfach mal wegmachen lassen und so. So, wie heißt das nochmal? Wir haben jetzt hier Wall war es nicht. Irgendwas mit QM war es, glaube ich, ne? QM. Bitte einmal 60.
Und du gehst, mal auf. Welche Höhe ist das? Höhe 5, oder? Ist egal. Du gehst einfach mal 45 tief. Das ist jetzt eine Menge Zeit. Von daher viel Spaß dir, ne? So gut. Was ich sagen wollte, ich überlege. Ich wollte ja eigentlich hier so einfach mal. Wirklich? Und ich treff's auch nicht. Verdammt. Ja. Egal, ich kann auch hier von unten reden. Ich habe überlegt, also ich am Anfang habe ich vorgehabt, also ich hatte vor. Gutes Deutsch, bitte. Ist aber egal. Übersehen. Ich hatte vor, hier ne, so einen Steg, eine ganz kurz zu machen und dann eigentlich hier schon. Hier ungefähr, bei zwei Drittel von dem ersten Quarry-Länge hier. Wollte ich eigentlich schon anfangen, das zu bauen, was dann schließlich auch hinkommt. Aber ich überlege jetzt mal hier ganz nach hier vorne einen Steg zu machen. Die sind jetzt schon hier relativ bald fertig. Das heißt, ich kann hier eigentlich schon fast anfangen. Also du machst ordentlich weiter, ja. Ich habe auch hier übrigens mal abgemessen, wie weit denn hier so das Laden und so geht. Ich bin mal alles abgegangen rundherum und das lädt alles perfekt hier. Alles, alle Queries drin, auch die vorigen hier noch, ne? Natürlich. Und wir könnten dann, wie gesagt, hier schon eigentlich fast weiterbauen. Das heißt, ich kann wirklich bis hier so ein Steg-Ding machen halt. Unter Wasser natürlich, versteht sich, mit Glas und so. Ich weiß auch nicht, ob ich es dann wirklich fix mit, also sicher mit den Bricks machen möchte. Ich habe es hier, wenn ich es mir so vorstelle, das Ganze sieht mir ganz gut aus, allerdings, wenn ich es mir so ansehe. Ich weiß nicht, ich muss mal schauen. Wenn wir das machen. Nur jetzt ist mir auch die Idee gekommen, dass wir doch, ne? Hier anstatt dann. Wir könnten übrigens auch mal. Ja. Weißt du was? Ich mache jetzt hier einfach mal so. So, Gorilla, viel Spaß. Du kannst jetzt hier auch mal. Nicht hier, sondern. Go up 6 oder so. Müsste hinkommen. Dann bist du auf welcher Höhe? Kurz wieder mit Interface hier schauen. 53. Müssen wir nochmal bitte kurz. Go up 2. So, dann haben wir hier 55. Dann machst du QM. Wie weit soll ich gehen? Du gehst. ...125 weit, gleich über die ganze Breite. Und wie tief du gehst... ...50. So. Wir können mal wieder hier rauf gehen. Ja, wir müssen treffen, danke sehr. Was mir allerdings zwischendurch jetzt hier in den Sinn gekommen ist, wäre, dass ich dann eventuell statt hier eine Kuppel und so und alles drin, dass ich dann wieder unter Land gehe. Und dann müsste ich dann halt wahrscheinlich auffüllen. Es wäre auch irgendwie. Ich will auch nicht irgendwie so einen Würfel haben in diesem Fall, sondern auch wenn dann. Ja. Wenn, dann sollte es so eine Kuppel sein, also so aus random hier Blöcken und so. Also nicht random Blöcke, sondern so random Oberfläche halt. Dass man zwar noch einigermaßen erkennt, ja, es soll eine Kuppel darstellen, aber es ist doch irgendwie ein bisschen hügeliger und so. Sinuswellenförmig. Gehen wir den mal kurz aus dem Weg. Der wird hier gleich durch müssen. Und das ist so ein Fleck hier. Das sieht immer so nach einem Turtle aus irgendwie. Meiner Meinung nach. Ja, also ich werde es aber wahrscheinlich doch hier so machen, dass dann einfach nur Wasser drüber ist. Ich würde mal sagen, wir fangen hier dann einfach mal direkt an. Wir machen weiter. Ja.
Und ich habe ja auch mal gesagt, vor ein paar Folgen oder so, ich glaube vor 2 Folgen war das oder so, kommt hin, müsste hinkommen, dass ich wahrscheinlich an diesem Projekt sehr lange brauchen, sitzen werde. Einfach, das hat dann den Grund, weil ich nicht so gut bin mit Rundbauen und bla bla bla. Wenn ich mir das hier so ansehe, könnte ich ja eigentlich hier das auch rund machen, oder? Soll ich das rund machen? Ich weiß ja nicht. Eckig sieht ein bisschen komisch aus. Und wir machen jetzt, wir fangen mal damit an, dass wir das hier abbauen. Ja. Wenn möglich, natürlich sollten wir keinen anderen Block dazwischen mal anditschen. So, ich mach das einfach so. Braucht jetzt natürlich ewig, komischerweise. Ach ja. Ist doch ein Diamond Drill, oder? Ja. Wow. Geht sich das so aus? Sollte sich ausgehen. So. So, und dann noch dieses eine hier. Bin mir nicht so sicher, ne? Aber das habe ich, glaube ich, schon mal ausgesprochen. Diese kleine, aber doch Unsicherheit hier, wie ich das machen soll. Naja. Bin halt designtechnisch, was man vielleicht schon gemerkt hat, nicht der allerbeste hier. Aber ich glaube, es geht einigermaßen. Ich überschätze mich jetzt wahrscheinlich total. Aber naja. Kann man ja mal machen, so zwischendurch, ne? So. Hier noch. Flackert hier auch schön alles. Nicht mehr, aber vorhin, man hat es vielleicht gesehen. Sieht immer noch komisch aus. Wir sind ja bei dem Einsatz hier, das ist ja... Nee. Okay, den muss ich halt selber abbauen. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. So, hier 3 hoch, ne? 3 Höhe. Ach ja, genau, wenn man nicht im Wasser ist, geht es schneller. Habe ich ganz vergessen. Also, nicht unter Wasser. Im Wasser kann man schon sein, aber nicht unter Wasser. Ich bin ja hier im Wasser, ne? Sieht man, glaube ich, am unteren Bildschirmrand und manchmal, wenn es gerade hier sonst hier so. Was so? Geht ja doch gar nicht mal so langsam. Jetzt müssen wir natürlich hier ein Labpack anpacken, weil. Also anziehen, weil sonst ist unsere Drill sehr bald leer. So, naja, ich leg mal wieder irgendwas auf die Tasten und geh weg.
sind ja schon über 15 Minuten. Ja, ja. Gut, aber dann wird es in nächster Zeit ein bisschen mehr Normales bauen, ein bisschen weniger techniklastig, aber Technik unterstützt, mit den Turteln eben. Weil sonst alles per Hand zu machen, dann auch nicht wirklich Lust, wenn es dann teilweise wirklich nur ist irgendwie, keine Ahnung, 120 mal 5 Blöcke hier irgendwie in eine Richtung zu bauen oder so. Das, also darauf habe ich ganz ehrlich gesagt keine Lust. Aber muss ja auch nicht immer jedes auf jedes Lust haben. Achso, übrigens, würde ich mal sagen, das gehört auch noch weg. So. Dann hier noch. Der Stein da unten ist mir egal. Einzig, was mich interessiert, ist, dass ich hier was machen kann. Ja! Nee! Nee, komm, jetzt kommt. Nein. Nein, komm. Hallo? Danke. Frechheit sowas. Ja, hier sieht man halt, dass alles unten reinfließen. Aber gut. Ist hier nicht weiter schlimm. So. So, wir können uns auch mal hier raufstellen. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Energie auch, aber ist nicht der Hauptpunkt. Ich kann mir übrigens hier mal temporär, würde ich sagen, Energy Lore, die kann man glaube ich so abbauen, ne? Gut. Hier hinpacken. Dann so. Hier mal eins reinpacken. Ah, genau, das ist ja. Knarf. Okay. Es halt anders. Zum einen mal wollen wir das richtig hinpacken, wieder rein, also hier. Und zum anderen hier. Ja, der braucht ein bisschen mehr, als der jetzt zu bieten hat. Okay, dann packen wir uns jetzt einfach mal hier eine MFSU hin. Sollte ja hier nichts daher gekrochen kommen, gell? Ja, gut. Ist alles ausgeleuchtet hier. Ups, so weit wollte ich nicht. Mir sind wir uns auch aufgefallen, dass wir schon bei über 20 Minuten. Da über 15 Minuten sind eigentlich. Wollte ich sagen, aber ich habe da nochmal hingeschaut, weil es könnte ja doch richtig gewesen sein. Dann hätte ich mich nicht vertan. So. Weil ich meinen Kopf nicht unter Kontrolle habe, ne? Ist hier wieder mal Spaß angesagt. So, also ich wollte hier genau mal. Also, besser. Zack. Einfach mal reinpacken. Kann den ja auch einfach hier lassen. So. Ja, gut. Können wir hier zum Beispiel mal den aufladen, weil der ist dann doch hier sehr nötig hier bei diesen Arbeiten. Ich kann auch hier, habe ich ja noch genügend Luft bis hier. Warte, bis hier. Wenn ich hier so das Ganze unten drunter. Wahrscheinlich, hier komme ich noch mit der Nasenspitze nach oben. Oh, gerade noch so Luft bekommen. So. Ich mache übrigens einfach mal hier so. Achso, hier kann ich ja nicht absperren. Mit der ist ja egal. Kommt sowieso nichts daher. Von daher ist es, passt schon. Passt schon, passt schon. Das können wir dann übrigens auch gleich mal wieder
den hier zurücknehmen. Weißt du was, ich packe das einfach mal hier so. Oder? Weißt du was, ist egal. Ich kann daheim immer so viel aufladen, wie ich will. Ich habe da unendlich quasi. Also wirklich unendlich, weil ich jetzt Solar Panels habe. So, wie geht's euch Jungs hier oben? Achso, ich wollte eigentlich die Folge beenden. Ich vergesse das irgendwie immer. Das ist eines der Sachen, die ich am leichtesten und am schnellsten vergesse. Ne, hier ist auch übrigens schon wieder Party Hard mit Dings und so. Mit mehreren. So, hier auch nochmal kurz hier. Ne, Standbild und so. Es war ein Lag, das habe ich nicht absichtlich gemacht, natürlich. Ich würde sowas nie machen. Achso, ne, wir sind unter Wasser. Bin hier ein bisschen, okay, der kommt hier. Der kommt hier. Ja, sieht schon nicht mal so schlecht aus. So, dann sind wir ungefähr hier. Hier. So. Schauen wir mal kurz nach hier. Gut, die Aufnahme ist auch nicht unterbrochen worden. Es ist gut, weil ich habe nämlich immer die Angst, wenn ich das mache mit dem Standbild hier. Also, wenn das passiert mit dem Standbild, meine ich, das habe ich ja, wie gesagt, nicht gemacht. Ich mache sowas nicht. Dann habe ich immer so ein bisschen die Angst, dass die Aufnahme irgendwie dann unterbrochen wird oder auf einmal irgendwie neu anfängt und ich dann irgendwie verwirrt bin und so. Es könnte ja auch sein, dass ich mal zwischendurch vergesse, die zu benummern oder zu benamen so richtig, die Folgen dann... Bin ich im Endeffekt verwirrt, was denn wie hier, wo, wann, welche Folge anfängt und aufhört. Und das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Weil es einfach nur noch Arbeit sinnlos erzeugt. Und so. Also noch irgendwas aufzuladen. Das können wir aufladen hier. Ansonsten, ja, die Füße können wir noch aufladen. Was für eine Spinne hier drin ist, ja. Ein Wahnsinn sowas. Gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.